Wir wählen einen neuen Landrat. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Bürgerinnen und Bürgerinnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis Pfaffenhofen. Bei dieser Wahl kannst auch du mitbestimmen, wer die Geschicke unseres Landkreises in den kommenden Jahren lenkt. Am 16. Mai hat mich die Kreisvertreterversammlung der CSU zu ihrem Landratskandidaten nominiert. Entscheiden wir, wer neuer Landrat im Landkreis Pfaffenhofen wird. Martin Wolf verkörpert die neue Linie der CSU. Jetzt beginnt für mich eine zweimonatige Informationstour, bei der ich möglichst viele Menschen in diesem schönen Landkreis persönlich treffen will. Hallo Beati. Grüß dich, Rainer. Hallo Christoph. Grüß dich, Beati. Grüß dich, Ferdinand. Der Landrat leitet nicht nur die Sitzungen des Kreistags, sondern spielt auch als Vertreter der untersten Staatsbehörde eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben. Ich unterstütze Martin Wolf. Ich unterstütze Martin Wolf. Ich werde Martin Wolf unterstützen. Ich unterstütze Martin Wolf, weil ich ihn seit der Schulzeit kenne. Ich bin dann zum Staat gegangen. Ich kenne Martin Wolf seit mehreren Jahrzehnten. Ich kenne ihn vom Fußballspielen von früher. Er hat es geschafft, aufgrund seiner Stadtratstätigkeit immer zu sehen, wo die Menschen der Schuh drückt. Was ist denn hier euer Problem? Er kennt den Landkreis und die Wünsche und Bedürfnisse unserer Bürger. Dass es eine Telefonnummer gibt und eine E-Mail-Adresse. Er wird die Menschen in diesem Landkreis mitnehmen. Wir sollten die positive Stimmung, die jetzt da ist, ausnutzen. Er wird Politik für die Menschen machen, mit den Menschen machen. Du kannst im Prinzip nichts machen. Ein guter Landrat ist für Leute da. Ein sehr spannendes Thema. Schenken auch Sie mir Ihr Vertrauen. Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung und um Ihre Stimme bei der Landratswahl. Ich wünsche euch alles Gute.